Okay, schönen Tag, meine Damen und Herren, und herzlichen Willkommen bei unserem China Brand Webinar zum Thema Compliance-Anforderungen für grenzüberschreitenden Datenverkehr. Und mein Name ist Haitong Qi und ich bin Consultant bei China Brand. Und heute ist auch meine Kollegin Frau Liu jetzt hier und sie ist unser Senior Consultant bei China Brand. Und vor ungefähr 2 Monaten hat die chinesische Regierung die neue Verordnung zur Förderung und Regulierung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs veröffentlicht. Und heute möchten wir gern über unser Verständnis und Erfahrung über diese neue Verordnung mit Ihnen teilen. Und jetzt geht's los. Zunächst möchte ich erst kurz auf unseren Aufbau eingehen. Wir fangen heute mit einem kurzen Briefing über die neue Verordnung an. Worum geht es dann in dieser neuen Verordnung und warum ist es überhaupt wichtig? Und dann möchten wir ein Zusammenfassen auswerten unsererseits mit Ihnen teilen, und zwar, welche Botschaft oder welche Trend kann man jetzt identifizieren von diesem neuen Verordnung? Und jetzt nochmal im zweiten Teil würden wir Ihnen genauer vorstellen, was wird jetzt geändert bzw. konkretisiert in Bezug auf Compliance-Anforderungen für grenzüberschreitenden Datenverkehr? Und im Anschluss daran erzählen wir Ihnen gern, welche Vorschriften und Pflichten erstmal unverändert bleiben. Und dann wird mein Kollegen Frau Liu die bedeutenden aktualisierten rechtlichen Rahmenbedingungen für die ausländischen Firmen nochmal analysieren und auch Empfehlungen geben, was die sinnvollen nächsten Schritte für Sie werden. Und bevor wir uns speziell die neue Verordnung widmen, ist es auch wichtig, einen Überblick zurück über die bestehenden Regularien im Bereich Datenschutz und Datensicherheit in China zu geben. Und dazu gehören 3 Gesetze, nämlich das Personal Information Protection Law, das Cyber Security Law und das Data Security Law. Und diese sind die wichtigsten Gesetze für Datenschutz und Datensicherheit in China und legen auch Grundprinzipien für die jeweiligen Anwendungsbereiche fest. Und das Personal Information Protection Law ist das Primärgesetz in China, das den Schutz personenbezogener Daten regelt. Es legt auch fest, wie personenbezogene Daten gesammelt, verwandelt, übertragen und geschützt werden soll. Und das Cyber Security Law konzentriert sich hauptsächlich auf die Sicherheit des Cyberspaces und regelt Aspekte wie Netzwerk, Informationssicherheit, Datenübertragung und kritische Informationssysteme. Und das Data Security Law legt dann Anforderungen an Unternehmen fest, um die Sicherheit von Daten zu gewährleisten, einschließlich Datenspeicherung, Datenübertragung und Datenverarbeitung. Die 3 Gesetze bilden die rechtliche Grundlage im Bereich Datenschutz und Cybersicherheit in China. Und wenn Sie über die gesamte gesetzliche Rahmenbedingungen in China in diesem Bereich informieren möchten, dann müssen Sie diese 3 Gesetze genau angucken. Und wie das auf dieser Folie gezeigt wird, gibt es außer den 3 Hauptgesetzen noch ein paar andere Gesetze, wie zum Beispiel Encryption Law oder Export Control Law, die die gesamten rechtlichen Rahmenbedingungen nochmal ergänzen. Und außerdem gibt es auch zahlreiche Nationalstandards, die die konkreten Leitlinien und Kriterien für Implementierung von konkreten Compliance-Maßnahmen anbieten. Genau, und zunächst möchte ich auch in die neue Verordnung einsteigen und worum geht es dann und welche Trend kann man jetzt sehen? Grundsätzlich umfasst diese Verordnung verschiedene Aspekte und der wichtigste Aspekt für die Unternehmen, die grenzüberschreitenden Datenverkehr haben, ist die Aktualisierung der konkreten Compliance-Anforderungen für den Transfer verschiedener Menge und Qualität der Daten. Und es wird 9 Schwellenwerte definiert und die Unternehmen müssen jetzt nochmal checken, in welcher Stufen fällt man eigentlich und welche einhergehenden Compliance-Anforderungen erfüllt werden soll. Und darüber hinaus sind nach der neuen Verordnung bestimmten Compliance-Maßnahmen für bestimmten
Szenarien wegen Datenübertragung jetzt nicht mehr notwendig und außerdem wird die Pflicht zur Identifizierung und Meldung von wichtigen Daten in der neuen Verordnung nochmal konkretisiert und nicht zuletzt wird auch etwa Flexibilität für Freihandelszonen bei der Verwaltung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs in der neuen Verordnung gegeben. Und diese Verordnung tritt nach der Ankündigung seit 22. März sofort in Kraft. Und zusammenfassend sehen wir jetzt für die ausländischen Firmen ein sehr positives Signal. Während die Compliance-Landschaft in China noch etwa pauschal aussieht und noch vielen Unklarheiten enthält und man auch nicht so genau weiß, wer was machen muss, bietet jetzt die neue Regel ein klares Bild an und definiert konkreten Szenarien, die von extra Compliance-Maßnahmen befreit werden können. Und die neue Verordnung zeigt dann ein tendenziell gelockerte Regularien im Bereich Cross-Border-Data-Transfer in China und spiegelt den politischen Trend der Vereinfachung des Sicherheitsmanagements für den grenzüberschreitenden Datenverkehr wider. Und mit der neuen Verordnung zählt die Unternehmen nach unserem Verständnis darauf ab, den internationalen Datentransfer zu fördern und auch die Unternehmen von extra Compliance Kosten zu entlassen. Und jetzt möchten wir so ein bisschen ins Detail gehen und Ihnen nochmal die aktualisierten Compliance-Anforderungen bzw. auch die neuen Schwellenwerte vorstellen. Und auf dieser Folie wird jetzt ein Überblick zu der Frage gezeigt, wer mit welchen und wie viel Daten machen muss. Und für die Betreiber kritischer Informationsinfrastruktur bestehen die Pflicht zur Sicherheitsbewertung für den Datenexport nach wie vor, wenn Sie wichtige Daten oder personenbezogene Daten nach Ausland schicken. Und für die Allgemeindatenverarbeiter sehen die Compliance-Anforderungen jetzt so aus. Für die Allgemeindatenverarbeiter, wenn die in demselben Jahr mehr als 1 Million personenbezogene Daten oder mehr als 10.000 sensibel personenbezogene Daten ins Ausland übertragen werden, muss auch ein Sicherheitsbewerten durchgeführt und gemeldet werden. Aber wenn in demselben Jahr insgesamt mehr als 100.000, aber weniger als 1 Million personenbezogene Daten oder weniger als 10.000 sensibel personenbezogene Daten ins Ausland übertragen werden, muss ein Standardvertrag abgeschlossen oder eine Zertifizierung zum Schutz personenbezogener Daten durchgeführt werden. Aber für die Datenverarbeiter, die weniger als 100.000 personenbezogene Daten oder auch kein sensibel personenbezogene Daten übertragen, müssen jetzt weder SCC, das heißt Standard Contractual Clauses, abschließen, noch eine Zertifizierung durchführen und müssen sich auch nicht mehr bei ihren Behörden wegen Datenexport melden. Und wenn die Allgemeindatenverarbeiter wichtige Daten übertragen, muss auch die Sicherheitsbewertung durchgeführt und gemeldet werden. Aber nach der neuen Verordnung werden jetzt nochmal die Pflicht und Verantwortung für Identifizierung und Meldung von wichtigen Daten definiert. Das heißt jetzt, die zuständigen Behörden sind dafür verantwortlich, die Kategorien für den wichtigen Daten für jeweiligen Branchen in einem veröffentlichten Verzeichnis aufzuführen und bekannt zu geben. Und die Unternehmen sind nach wie vor verpflichtet, eigene Daten zu checken, mit dem Verzeichnis der Behörden zu vergleichen und die Daten, die nicht von den entsprechenden Behörden oder Regierungen als wichtige Daten bekannt gegeben oder veröffentlicht werden, müssen dann auch nicht als wichtige Daten für den Export gemeldet werden. Und die neuen Regularien befreien auch spezifischen Szenarien von der Pflicht zur Meldung für Sicherheitsbewertung oder zum Abschluss von Standardverträgen für den Export oder ein paar anderen Compliance-Maßnahmen. Dazu gehören hauptsächlich drei Situationen.
Also die erste Situation ist dann die Situation, in denen personenbezogene Daten benötigt werden, um Verträge abzuschließen und zu erfüllen für zum Beispiel internationales Einkaufen, Versand und von Waren, Geldüberweisungen und Zahlungen und Kontoeröffnungen, Buchung von Flügen und Hotels und Beantragung von Visa und Prüfungsleistungen. Und die zweite Situation sind die Situationen, in denen Mitarbeiter Informationen benötigen, um grenzüberschreitend HR-Management gemäß den gesetzlichen Arbeitsvorschriften und kollektiven Verträgen umzusetzen. Und die letzte Situation betrifft die Situation, in denen persönliche Daten dringend ins Ausland übertragen werden müssen, um Leben, Gesundheit und Eigentum von Personen zu schützen. Und obwohl sich jetzt einige Aspekte der neuen Verordnung geändert haben, bleibt noch die Pflicht zur Identifizierung wichtiger Daten sowie die Durchführung von Data Mapping und PCR noch bestehen. Und ebenfalls unverändert bleibt auch der Anspruch auf ein substanziell Datenschutzlevel, der von Unternehmen eingehalten werden muss. Und diese Anforderungen sind nach wie vor von sehr entscheidender Bedeutung für die Compliance und den Schutz sensibler Daten im grenzüberschreitenden Datenverkehr. Deswegen, jetzt übergebe ich das Wort an meine Kollegin Frau Liu und sie wird nochmal die konkreten Bedeutungen von all diesen neuen Regularien analysieren und Ihnen dann auch praktische Handlungsempfehlungen geben, wie Sie jetzt unter den neuen Rahmenbedingungen sicher weiterfahren können. Danke. Vielen Dank, Herr Chi. Gerade hat mein Kollege, Herr Chi, die neue Verordnung bereits sehr ausführlich erläutert. Ich möchte mir über den Trend der Gesetzgebung und Regulierung in Chinas Cybersicherheit, Datensicherheit und Datenschutz ergänzen und Ihnen weitere wichtige Hinweise zur Einhaltung der Vorschriften geben. Im August letzten Jahres hat die Cyberspace Administration of China, so genannt CAC, den Entwurf der Verwaltungsvorschriften für das Compliance Audit des Schutzes persönlicher Informationen veröffentlicht. Diese Vorschriften verlangen von den Datenverarbeitern in China regelmäßige Compliance Audits, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Informationen den Anforderungen von Personal Information Protection Law entspricht. Große Datenverarbeiter, die personenbezogene Daten von mehr als 1 Million Personen verarbeiten, müssen mindestens einmal im Jahr eine solche Audit durchführen, während die andere Verarbeiter dies mindestens alle 2 Jahre tun müssen. Und im April dieses Jahres veröffentlichte China auch einen nationalen Standard zur Klassifizierung und Bewertung von Daten. Diese GBT, Data Security Technology Rules, Rules for Data Classification and Grading, der die Regeln zur Identifizierung von wichtigen Daten und Kerndaten verfeinert und den Unternehmen bessere und klare Anleitungen zur Datenklassifizierung und Bewertung bietet. Die Datenklassifizierung und Bewertung ist tatsächlich eine Compliance-Pflicht unter dem Cyber Security Law und Data Security Law. Aber in den letzten 2 Jahren waren die Regeln zur Identifizierung von wichtigen Daten nicht ganz so klar, was von Unternehmen als ein guter Verwand genutzt würde, um die Pflichten zur Datenklassifizierung und Bewertung zu umgehen. Ab jetzt ist die Situation ist anders. Diese neuen Standards sind also die Regeln für die Identifizierung von wichtigen Daten sind nun klarer definiert und viele Regionen in China, zum Beispiel Shanghai, Tianjin, Sichuan oder einige Provinzen wie Jiangsu,
Zhejiang haben schon den Katalog von wichtigen Daten veröffentlicht oder zumindest die Guidelines für Identifizierung für wichtige Daten veröffentlicht. Unternehmen haben jetzt keine Ausrede mehr, die Identifizierung und Meldung wichtiger Daten sowie die Umsetzung der Datenklassifizierung und Bewertungspflichten zu umgehen. Ein weiterer wichtiger Trend ist, dass der chinesische Staatsrat die Vorschriften für die Verwaltung der Datensicherheit im Netzwerk in den Gesetzgebungsplan für das Jahr 2024 aufgenommen hat. Wir erwarten, dass die Pflichten von Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und Datensicherheit, Datenschutz weiter definiert, verfeinert und betont werden. Schließlich hat China in diesem Jahr auch einen nationalen Datenbankkatalog für öffentliche Kreditinformationen veröffentlicht, der das Corporate Social Credit System weiter ausbaut und verfeinert. Unternehmen sollen beachten, dass ihre Compliance-Informationen in das Credit-System einfließen werden. Unternehmen, die Compliance-Pflichten im Bereich Cybersicherheit und Datenschutz nicht erfüllen und rechtswidrig handeln und schwierige Folgen verursachen, könnten auf die schwarze Liste gesetzt werden und weitere Strafen und Einschränkungen erhalten. Zusammenfassend würde ich sagen, trotz einer gewissen Lockerung der Vorschriften für den grenzüberschreitenden Datenverkehr hat China seine substanzielle Anforderungen an den Datenschutz und Datensicherheit tatsächlich nicht gesenkt. So, angesichts der neuen Verordnung sowie der Gesetzgebung und Regulierungstrends im Bereich der Netzwerke der Cybersicherheit und des Datenschutzes in China stellt sich die Frage, wie ausländische Unternehmen in China reagieren sollen. Für multinationale Unternehmen ist es auch wichtig, die Compliance-Anforderungen in anderen Regionen, wie zum Beispiel EU, also die DSGVO, NIS2, ESMS und DORA zu berücksichtigen. Ich würde Unternehmen empfehlen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den derzeitigen zukünftigen Vorschriften in verschiedenen Regionen zu berücksichtigen und eine geeignete IT- und Datenstrategie zu entwickeln, die nicht nur rechtliche, sondern auch technische Aspekte berücksichtigt. Eine Möglichkeit hierzu ist die Durchführung von Workshops mit Experten zur Diskussion von IT- und Datenstrategie, um den Umfang und die Prioritäten der Compliance-Anforderungen festzulegen und die Compliance-Maßnahmen in verschiedenen Regionen zu koordinieren. Einige Fragen können zum Beispiel beim Workshop beantwortet werden, auf eine gemeinsame Lösung innerhalb des Konzerns, innerhalb des multinationalen Unternehmens geeignet für alle Standorte ist, ob die vom Headquarters entworfene ESMS-Dokumente auf die Datenschutz-Compliance in China angewendet werden können, wenn nicht, ob Koordinierungs- und Anpassungsbedarf besteht und ob separate lokalisierte Compliance-Maßnahmen wie zum Beispiel MIPS errichtet werden müssen. Auf diese Weise lassen sich nicht nur die Compliance-Kosten sparen, sondern auch eine Reihe von IT- und Datenschutz-Compliance-Lösungen entwickeln, die mit den einzelnen Standorten von multinationalen Unternehmen kompatibel sind. Des Weiteren empfehle ich die Durchführung von Data Mapping, um die Datenverarbeitungsaktivitäten von ihrer Tochtergesellschaft in China zu ermitteln. Dies ist auch die Grundlage für den oben genannten Workshop. Darüber hinaus ermöglicht das Data Mapping eine Beurteilung, ob wichtige Daten und personenbezogene Informationen übertragen
nach Ausland übertragen werden und ob die Schwellenwert der neuen Verordnung erreicht werden, ob einige Verarbeitungsaktivitäten in den Befreiungsszenarien fallen, um die erforderlichen und mögliche nicht erforderlichen Maßnahmen zum grenzüberschreitenden Datenverkehr zu bestimmen. Data Mapping ist eine gängige Methode im Bereich des Datenschutzes Compliance Projekt, die auch von der DSGVO betont wird. Durch Data Mapping können die Datenassets von Unternehmen und Datenverarbeitungsaktivitäten wie Datentypen, Menge, Speicherort und so weiter erfasst werden. In China unterscheidet sich Data Mapping von Europa, von EU noch. Also in China, da oft auch nicht personenbezogene Daten untersucht werden müssen, um wichtige Daten zu identifizieren. Data Mapping ist nicht nur eine Methode im Bereich des Datenschutz-Compliance-Projekts, sondern auch die von Data Mapping generierten Aufzeichnungen und Verzeichnis von personenbezogenen Datenverarbeitungsaktivitäten sind eine Verpflichtung und können zur Nachweispflicht der Compliance verwendet werden. Wir empfehlen daher Unternehmen, Data Mapping frühzeitig durchzuführen. Ein weiterer Vorschlag ist die Durchführung von einer PCA, also Personal Information Security Impact Assessment, sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung im Kontext von DSGVO, wenn wir sagen. Unabhängig davon, ob ihr Tochtergesellschaft Standardverträge für den grenzüberschreitenden Datenverkehr unterzeichnen und bei der Behörde registrieren muss oder nicht, ist vor der Übermittlung von personenbezogenen Informationen eine PCA erforderlich, um zu überprüfen, ob die Datenübermittlung erforderlich, legal und auf einer entsprechend rechtlichen Grundlage wie der separaten Anwilligung der betroffenen Datensubjekte beruht, ob die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen die Sicherheit von personenbezogenen Daten gewährleisten können und ob die Empfänger im Ausland ein Schutzniveau für personenbezogene Daten gemäß PIPA gewährleistet. Die PCA ist ebenfalls eine substanzielle Compliance-Pflicht und der Bericht muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mindestens 3 Jahre lang aufbewahrt werden, um jederzeit von Aufsichtsbehörden überprüft werden zu können. So, abschließend möchte ich diese Webinar von heute zusammenfassen. Die neue Verordnung soll die Compliance-Belastung für Unternehmen im Bereich von Cross-Border-Data-Transfer reduzieren und bestimmten Pflichten wie die Standard-Vertrag-Registrierung in bestimmten Szenarien aufgeben. Dies bedeutet, dass die chinesische Regulierungsbehörde von einer Präventiv- zu einer Reaktions- und Überwachungsorientierung übergehen quasi. Die Lockerung der Verordnung bedeutet jedoch nicht, dass die Anforderungen an den tatsächlichen Datenschutz gesenkt werden. Im Gegenteil, Gesetzgebung und Regulierung streben danach, Unternehmen durch Maßnahmen wie Datenschutzaudits, Datenklassifizierung und Bewertungspflicht und das Social Credit System dazu zu bringen, ihre Fähigkeit im Bereich Datenschutz und Datensicherheit zu verbessern. Die Strafen für Nicht-Compliance könnten noch erheblich sein. Wir empfehlen Unternehmen daher durch Workshops zur IT-Strategie, die Compliance-Anforderungen und Prioritäten in China und auch in anderen Regionen zu bewerten, durch Data Mapping ihre Datenverarbeitungsaktivitäten zu klären und entsprechend Aufzeichnungen zu erstellen, sowie durch PCR sicherzustellen, dass die Datenübermittlung den Anforderungen von PIPA, von Personal Information Protection Law, entspricht
und letztendlich einen Bericht zur Compliance vorzulegen. So, danach gehen wir in Q&A-Session. Ich guck mal, ich habe schon eine interessante Frage gesehen. Müssen ausländische Unternehmen noch eine separate Anmeldung bekommen für Datenexport nach der neuen Verordnung? Die Situation ist die Lockerung der beiden ganz beschränkten Datenverkehr, aber müssen wir wirklich die Anmeldung anholen? Herr Chi, magst du die Frage übernehmen? Ja, gerne. Eigentlich schon in dem Prinzip ja, es ist eigentlich immer noch sehr wichtig, diese individuelle Einwilligung. Und wir möchten Sie auch jetzt nochmal darauf hinweisen, dass in der neuen Verordnung werden eigentlich nur ganz bestimmten konkreten Compliance-Maßnahmen für sehr bestimmten Szenarien jetzt gelockert. Und das bedeutet eigentlich auch nicht, dass Sie oder dass es allen die ausländischen Unternehmen von der Pflicht zur Compliance oder Einhalten von Personal Information Protection Law jetzt ausfallen. Und die vielen Grundprinzipien, also am Beispiel von diesem rechtlichen Grundlage für Data Processing, ist eigentlich durch die neue Verordnung unverändert. Deswegen ist es eigentlich immer noch wichtig, dass diese individuelle Einwilligung zu erheben vor dem Datenexport. Und ebenfalls ist dann auch wichtig, dass man das auch nachweisen kann, dass diese Compliance-Maßnahmen auch tatsächlich getroffen werden. Okay, dann ich habe gesehen, dass wir eine zweite Frage bekommen haben, und zwar zu dem wichtigen Daten. Was soll man eigentlich machen, wenn zum Beispiel noch kein konkretes Verzeichnis zu den wichtigen Daten in meinen eigenen Branchen von den Behörden veröffentlicht bekommt? Soll ich jetzt erstmal eher so abwarten oder kann ich schon einige proaktive Maßnahmen jetzt schon treffen? Ich übernehme gern diese Frage. Ich würde empfehlen, in dieser Situation müssen Sie zuerst die lokale Regulierung, wo Ihr chinesische Tochtergesellschaft ansässig ist, zu überprüfen. Wie gerade schon erwähnt, Tianjin, Shanghai und einige Provinzen haben schon einen Katalog für wichtige Daten veröffentlicht. Und die Priorität von diesen Anforderungen, diese Standards, Richtlinien, also ist zuerst die lokale Richtlinien und danach ist die Verordnung von ihrer Industrie. Und wenn es gibt noch, dann können Sie den National Standard als Referenz nehmen. Aber jetzt können Sie schon. Und ich würde nochmal betonen, der Schwerpunkt von Chinas Datenregulierung liegt noch bei der wichtigen Daten und Personendaten. Und würde ich sagen, wichtige Daten ist wichtiger, also als Personeninformationen, weil wichtige Daten hat mit nationaler Sicherheit zu tun und es ist immer Chinas Überwachungsprioritäten, ob ein Unternehmen die wichtigen Daten vorsichtig oder unbeabsichtigt verarbeitet. Deswegen zurzeit ist auf jeden Fall wichtig, ihre Datenassets zu überprüfen, ob sie mit Verarbeitung von wichtigen Daten involviert sind. Wenn ja, natürlich müssen sie was machen, aber wenn nicht, können Sie ein Sicherheitsgefühl jetzt schon bekommen. So, das ist mein Vorschlag. Wir haben noch ein paar interessante Fragen, aber leider haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber wir werden bei Follow-up-E-Mails Ihre Fragen beantworten und unsere Folien Ihnen schicken. Ich würde Ihnen einen schönen Tag wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für weitere Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir schließen jetzt das Webinar ab. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und das Zuhören. Danke. Tschüss.